Okay. Ja, scheint wirklich so zu gehören. Fuck. Wo bin ich? Sieht irgendwie fast nach Endgegner aus oder so. Ah, halt, hier ist die Pfote von. Jo. Ja, gib mir die Bärenpfote. Hallo? Not Die locken now. mich doch in die Falle. Wie nicht jetzt? Wenn nicht jetzt. Und dann einmal bin ich jetzt. Bist du sauer jetzt auf mich oder was? Nur weil ich nicht gescheit laufen kann. I said not now. Wow. Du bist die Kackschlampe aus dem Sumpf oder was? Mann, das ist viel was voll. Gesehen haben. Hast du aus dem Wasser geblutet? Hä? Hä? Be quiet now. Also ich bin schon mal nicht, ne. Weiß nicht, was mit dir. Ja, find mich mal im Haus. Ja. Der einzige Ort, wo man mich finden kann, ne? Der einzige Ort, den es gibt. Aber komm schon, nicht hinfallen. Ja, das kennen wir doch. Da ist die Tür zu. Okay. Der Ottifant. Ein Ottifant. Komm schon, dreh das Rad. Jawoll, ja. Jawoll. Ach so. Ja. Ah, Moment! Ja, boah, ich hab ja noch hier den Arm. Oh. Ja, er ist für einen guten Zweck draufgegangen. Immerhin. Ich hab vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, lieber seine Hand als meine. Ich hoffe, das rächt sich jetzt nicht. Ah, das sieht schon gut aus. Teddy. Ach so, scheiße. Der Teddy ist ja kaputt. Ach, wir sind im Schrank. Alles klar, wollen Sie uns damit jetzt sagen, dass es das ist, was den Kindern vorgeht, wenn sie in den dunklen Schrank kommen oder was? Oder war das jetzt alles nur Fiktion? Okay, kann ich nicht auflegen? Nö, geht nicht. Schade.
Es sind wieder alle Sachen. Hier ist die Eule. Ah, da ist das Licht. Yay, so geht's schneller. Okay. Wieder ins Wohnzimmer. Ey, komm, hier war das ekelhafte Vieh. Okay. Mama? Er hört das. Er hört auf zu saufen, Mann. Bist du für eine Mutter? Bam! Ja, hier, Dreck weiter. Was für mich? Nee, ist nicht. Ah, Mutter, schluck das. Was? Ja, lass mich hier raus. Ist das der Papa? Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix it all. Ach, das ganze Zeug war wahrscheinlich. War das jetzt meine Alki-Mutter, die mich misshandelt hat? Und deswegen habe ich diese ganzen Paras gehabt und der Vater rettet mich jetzt oder was? Ja! Wie interpretiert man das Spiel? Also, wie schon gesagt, ich verstehe es in etwa so, dass das der ganze Horror, den wir da durchgemacht haben, wir rülpsen, uns geht nicht. Ui, jetzt. Dass der ganze Horror, den wir da durchgemacht haben, dass das in etwa das war, was hängen geblieben ist in der Wahrnehmung von einem zweijährigen Mädchen, das von der Mutter misshandelt wird, von der betrunkenen Alki-Mutter. Und wir hatten ja auch offensichtlich auch gute Erinnerungen, die haben uns ja auch weitergebracht, ne? Ihr versteht, ne? Dieses komische Baumwesen oder die Monster, alles was da im Endeffekt so monstermäßig abging, war dann halt die Mutter, wenn sie betrunken war. Hat man ja auch am Ende gesehen, wo sie unter dem Lichtkegel da stand, wo sie dann die Mutter war. Auf einmal war sie dieses Vieh. Du bist ein Vieh. Du bist selber ein Vieh. Oder wie interpretierst du dich? Penisneid der Mutter. Penisse. Na ja, klar, da geht's gleich wieder um Penis, spiegelt wenn ich sie frage. Sich dort wieder. Ja, und scheinbar wurden wir dann auch vom Vater gerettet. Mit diesem weißen Licht, das war ja auch sehr, sehr unterschwellig. Weißes Licht. Der war nass, der war nass. Der Vater war dann wohl die lang ersehnte Rettung. Wir haben uns ja auch scheinbar sehr auf ihn gefreut. Ne? Da sind wir wieder bei Freud. War ich ein lustiger Mensch. Ja. Ne? Sagt ihr mal, was ihr darüber denkt, wie ihr das interpretiert, aber bitte nicht so ein Scheiß wie die. Und wenn es euch gefallen hat, liked, abonniert meinen Kanal, da werden noch weitere Sachen kommen. Keine Angst, die wird man nicht so oft sehen. Ich fand es auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, hätte ich was vergessen.